Herzlich willkommen bei Ghost TV, liebe Freunde. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, wir wollen uns heute mal ein paar Änderungen angucken, beziehungsweise eine Änderung, die im BDS ansteht. Ich habe es bis jetzt nur auf der Seite vom LV4 gesehen. Deshalb gehe ich mal davon aus, oder ich kann es nicht sicher sagen, ob es jetzt für alle Landesverbände gilt oder jetzt eine spezifische Sache für den LV4. Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Aber wenn jemand von euch da mehr Informationen hat, schreibt es später bitte in die Kommentare. Ja, vorab, wenn euch das Video später gefallen hat, ihr mit den Informationen was anfangen konntet, würde ich mich über ein Like und über ein Abo freuen. Abos sind immer wichtig, damit der Kanal wachsen kann und wir dann dementsprechend auch ein paar mehr Möglichkeiten haben hier auf dem Kanal, um euch weiterhin mit unseren Themen zu unterhalten. Wer den Kanal unterstützen möchte, der findet alles Nötige in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir mal erstmal los. Ja, was gibt es Neues? Auf der Delegiertenversammlung des BDS des LV4s sind einige Sachen vorgetragen worden, die ihr jetzt aber auch aktuell auch schon auf der Seite des LV4 auf der Homepage findet, direkt auf der Startseite. Es geht um die Bedürfnisprüfung nach 5 Jahren ab dem 1. Januar 2026. Da hat sich ein bisschen was geändert oder es wird sich etwas ändern. Und wir schauen uns erstmal an, wie es aktuell noch aussieht. Ich blende euch das Ganze mal einmal kurz ein. Die derzeitige Verfahrensweise sieht also so aus, dass das Waffengesetz verlangt von den zuständigen waffenrechtlichen Behörden, das Fortbestehen des Bedürfnisses alle 5 Jahre erneut zu prüfen. Das ist uns schon bekannt. Rechtliche Grundlagen dafür sind § 4 Absatz 4 Waffengesetz in Verbindung mit § 14 Absatz 4 Waffengesetz. Dieses Bedürfnis ist durch eine Bescheinigung des Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes glaubhaft zu machen. Soweit erstmal nichts Neues. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was als erstes da neu aufgeploppt ist. Nämlich, die waffenrechtliche Behörde in NRW sind durch eine Verfügung des Landeskriminalamtes angewiesen, neben der Bescheinigung durch den Verein auch einen entsprechenden Schießnachweis in Kopie anzufordern. Das bedeutet also, wir müssen jetzt in Zukunft dann dementsprechend nicht nur die Bescheinigung des Vereins einreichen, sondern wir müssen in NRW tatsächlich dann auch zukünftig unsere Schießnachweise mit einreichen. Das Ganze kam jetzt nicht unbedingt überraschend. Ja, manche Behörden haben vorher schon oder bis jetzt schon Schießnachweise teilweise verlangt, manche nicht. Aber für NRW zum Beispiel ist das Ganze dann jetzt in Zukunft mal in Stein gemeißelt worden. Wie verhält sich das Ganze jetzt erstmal bis zum 31.12.2005? Auch das werden wir uns jetzt mal anschauen. Bis zum 31.12.2025 ist gemäß § 58 Absatz 21 des Waffengesetzes eine Übergangsvorschrift in Kraft getreten, die aussagt, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 kann das Bedürfnis nach § 14 Absatz 4 Satz 1 auch durch eine Bescheinigung des Schießsportverbandes Angehörigen Vereines glaubhaft gemacht werden. Das heißt also, bis zum 31.12.25 kann jetzt ausnahmsweise auch noch der Verein das Ganze bestätigen. Das ist ja schon mal soweit erstmal in Ordnung. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann ab dem 01.01.2026 geregelt werden soll. Ab dem 01.01.2026 gilt die gesetzliche Regelung gemäß § 4 Absatz 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit § 14 Absatz 4 des Waffengesetzes. Also auch erstmal nichts Neues. Da steht, für das Bedürfnis zum Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition ist durch eine Bescheinigung des Schießsportverbandes
oder eines ihm angegliederten Teilverbandes glaubhaft zu machen, dass das Mitglied in den letzten 24 Monaten vor Prüfung des Bedürfnisses den Schießsport in einem Verein mit einer eigenen erlaubnispflichtigen Waffe entweder mindestens einmal alle 3 Monate in diesem Zeitraum betrieben hat oder mindestens 6-mal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraumes von jeweils 12 Monaten betrieben hat. Und besitzt das Mitglied sowohl Lang- als auch Kurzwaffen, so ist der Nachweis für Waffen beider Kategorien zu erbringen. Auch das ist erstmal jetzt nichts Verwunderliches, auch nichts großartig Neues für uns. Ja. Aber da gibt es noch einen wichtigen Aspekt, den wir uns jetzt angucken werden. Die dem Schießsportverband angehörenden schießsportlichen Vereine werden dann gemäß § 15 Absatz 1 Nummer 7b im Rahmen eines festgelegten Verfahrens verpflichtet und regelmäßig darauf überprüft, dass sie einen Nachweis über die Häufigkeit der skisportlichen Aktivitäten jedes ihrer Mitglieder während der letzten 24 Monate vor der Prüfung des Bedürfnisses nach § 4 Absatz 4 führen, sofern nicht ein Fall des § 14 Absatz 4 Satz 3 vorliegt, nämlich die sogenannte 10-Jahres-Prüfung. Also, da haben wir was Wichtiges, worauf wir in Zukunft eben achten müssen, nämlich, dass der Verein und nicht nur der Verband, sondern auch der Verein verpflichtet ist, einen Nachweis darüber zu erbringen, inwieweit jedes einzelne Mitglied trainiert hat. Da werden wir uns auch später nochmal angucken, welche Vorgaben da erwartet werden. Und die Vereine werden auch dahingehend überprüft. Ja, das gab es bis jetzt eben noch nicht in der Form. Das wird jetzt aber ab 2026 dementsprechend Pflicht werden. Ja, und der BDS, zumindest der LV4, hat da auch jetzt schon eine Empfehlung rausgegeben, die auch auf der Homepage des LV4 zu finden ist. Schauen wir uns mal kurz an, was die jetzt letztendlich besagt. Ja, die Empfehlung des Verbandes sieht folgendermaßen aus. Da die zukünftige Regelung in circa 3 Jahren in Kraft tritt, empfehlen wir allen Vereinen und ihren Mitgliedern bereits jetzt die Trainingsnachweise so zu dokumentieren, dass man zwischen Kurz- und Langwaffentermin unterscheiden kann. Der Verband kann nur Bescheinigung ausstellen, wenn die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Hierzu ist es erforderlich, dass die eingereichten Unterlagen für den Bearbeiter des Verbandes eindeutig sind. Einfache Bescheinigungen durch die Vereine ohne detaillierte Trainingsdaten werden nicht akzeptiert. Sind die gesetzlichen Vorgaben nicht erreicht, stellt der Landesverband keine Bescheinigung aus und die Unterlagen gehen an den Antragsteller zurück. Da sehen wir also, da wird es in Zukunft für die Vereine etwas aufwendiger. Und wir wollen mal gucken, beziehungsweise mal drüber sprechen, inwieweit die empfohlene Vorgabe des BDS tatsächlich auch schlüssig ist. Ihr findet die Vorgaben dazu, also die Empfehlung, wie so ein Trainingsnachweis gestaltet werden soll, auch auf der Seite des BDS, hier des LV4s. Und vom Prinzip ist das Ganze nichts Neues, ist auch in Ordnung. Ich trage ein das Datum, wann ich wo was geschossen habe, inklusive Disziplin. Ob es eine lange, eine Kurzwaffe war, das entsprechende Kaliber und natürlich den Stempel und die Signatur der Standaufsicht. Das ist erstmal okay. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist bei der ganzen Geschichte, wenn ihr euch das mal anschaut, hier werden wir uns das mal kurz einblenden. Da seht ihr also, dass unter anderem auch Trainingsergebnisse der entsprechenden geschossenen Disziplin eingetragen werden sollen. Das halte ich für schwierig, weil das voraussetzen würde, dass tatsächlich bei jedem Training auch immer eine Disziplin in ihrer vollen Länge geschossen wird. Das heißt also, im Endeffekt müsste ich bei jedem Training von jedem Mitglied erwarten, dass es einen, in Anführungsstrichen, kleinen Wettkampf schießt. Und das halte ich für viele Vereine allein aus zeitlichen Gründen schon schwer nachzuhalten.
Aber da müssen wir mal abwarten. Vielleicht gibt es da noch eine Klärung. Vielleicht ist es ein Verständigungsproblem oder ich habe ein Brett vor dem Kopf, dass ich es falsch verstehe. Ja. Aber da wäre ich euch dankbar, wenn ihr mehr Informationen zu dem Thema habt. Einfach mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht werden wir dann alle ein bisschen schlauer. Ja, das sind eigentlich so die Änderungen oder die Neuerungen, die der BDS aktuell auf seinen Seiten oder auf seiner Seite des LV4 präsentiert. Wie am Anfang schon erwähnt, ich bin mir nicht sicher, ich habe es auf der Hauptseite des BDS bis jetzt nicht finden können. Vielleicht ist es irgendwo versteckt gewesen. Deshalb gehe ich erstmal davon aus, dass es nur den LV4 betrifft. Wenn ihr da aber andere Informationen habt, seid so nett, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer ein Like da. Abo wäre natürlich auch wieder nicht schlecht, wie am Anfang schon erwähnt. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.